Zammer durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Today. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson. Und es ist soweit, ich habe die Astronautennahrung da. So, ich habe das Paket noch nicht ausgepackt. Ich weiß nicht, was drin ist. Auf jeden Fall fühlt sich das übelst leicht an. Also, ich weiß nicht, was das genau ist. Ich habe keine Ahnung. Hauptsache ein stumpfes Messer. So, da haben wir das schön. Was haben wir hier? Das? 3, 2, 1, Panik. Ja, hier steht irgendwas drauf mit, keine Ahnung. So, Lieferschein brauchen wir auch nicht. So, dann haben wir hier immer. Eiscreme-Sandwich. Ich bin gespannt, das fühlt sich sehr trocken an, wie eine Reiswaffel. Gefrorene, also gefrostete, getrocknete, ach, gefrostet, getrocknet, ready to eat, also fertig zum Essen. So, und dann habe ich hier noch Neapolitan Ice Cream. Hier. Und ich habe noch, ja, ich habe noch nichts Wichtiges. Sieht sich komisch an. Bananen. Ich glaube, das sind getrocknete Bananen. So, da haben wir das schon mal hier, das Zeug so. Das war's. Ich glaube, das isst man auch einfach so. Das gibt man nicht irgendwie im Wasser oder so. Das ist einfach nur. Ich würde mal mit den Bananen anfangen, weil ich finde Bananen geil. Bananen sind richtig fähig. So, also ready to eat. Delicious. Also lecker. Ready to eat. Space food. Ja, Ingredients. Also Zutaten sind tatsächlich nur Bananen. Nichts anderes, also ist auf jeden Fall gesund. Okay. Ja. Gucken wir mal, was da drin ist. So. Oh, das riecht so geil. Oh, das riecht so geil. So, das sind die Bananen. Ja, wie gesagt, getrocknete Bananen. Das schmeckt ein bisschen. Also schmeckt auf jeden Fall nach Bananen. Hat ein bisschen, ein klein bisschen anderen Geschmack, wahrscheinlich weil die getrocknet und gefriest sind. Aber die schmecken tatsächlich, also die schmecken echt cool. Warum mache ich das eigentlich? Das hat ja nichts mit Let's Playen zu tun, denkt ihr euch wahrscheinlich, aber ich habe mir so gedacht, es gibt ja Leute, die zocken 3-4 Tage durch und wollen vielleicht mal was Gesundes essen, wenn sie zocken. Und da habe ich mir gedacht, ich bestelle einfach mal sowas hier, weil das ist relativ gesund, weil ungesunde Nahrung von Astronauten wäre ja ein bisschen stumpf. Boah, wenn die sie ja immer aufweichen, die kleben voll zwischen den Zähnen. Bäh. Aber ich meine geil. Deswegen habe ich das bestellt, weil ich habe gedacht, na, so ein bisschen gesunde Nahrung ist ganz gut hier. Ich werde unter dem Video werde ich verlinken, wo ihr diese Sachen bekommt. Das klebt so.
Übelst krass. Habe ich bei Amazon bestellt. Kann ich schon mal sagen, ich verlinke das euch unten drunter. Ich bekomme dafür kein Geld oder so, falls ihr das denkt. Also kein Product Placement oder sonst irgendwas. Ich habe das einfach nur, weil ich das ganz cool fand, mir mal so ein Astronautenzeugs zu bestellen und mich das interessiert hat, was die so essen. Ich meine, die essen natürlich auch richtiges Essen. Bloß da bin ich noch nicht rangekommen. Will ich noch gucken, dass ich so richtiges Astronautenessen, also so richtig, was essen die denn da? Richtig Kartoffeln und sowas in Dosen, weißt du, was ich meine? Dass ich sowas noch bekomme. So, ich guck mal, was ist das jetzt hier? Komm mal her hier. Das ist jetzt das Eiscreme-Sandwich. Ah, guck mal. Das ist tatsächlich, guckt euch das mal an, das ist tatsächlich getrockneter Eiscreme. Wie krass ist das denn? Ich traue mich da gar nicht reinzubeißen. Das ist ja übelst. Ich hoffe, man versteht mich gut, weil ich habe das Mikro jetzt mal hier so hingestellt. Es ist sau trocken, wenn man Ei reinbeißt. Aber so wie man das kaut, bekommt das eine Konsistenz, wie als wäre es frisch. Und es schmeckt auch, als wäre es frisch. Sag ich mal, obwohl das so getrocknet ist, das ist ja komplett. Aber das schmeckt gut, muss ich echt mal sagen. Schmeckt echt gut, willst du auch mal kosten? Doch, hier, lass mal. Das schmeckt echt lecker. Hier ist noch eine Banane. So. Das war das Sandwich. Jetzt haben wir hier noch Eiscreme. Das fühlt sich ein bisschen größer an. Ich hätte nicht gedacht, dass er so geil schmeckt. Oh, die Bananen sind geil. So. Na, was war das? Napolitan Ice Cream. So. So richtiges Essen habe ich leider nicht gefunden. Ach, guck mal an, was es ist. Das ist tatsächlich, es ist leider kaputt gegangen, aber kennt ihr wahrscheinlich aus den Sandwiches, wo du drei verschiedene Dinger drin hast. So, das ist einmal Erdbeer. Das ist so krass, wie sich die Konsistenz verändert im Mund. Mal ohne Scheiß, das ist richtig geiles Zeug. Also wenn ihr euch sowas bestellen wollt, ohne Scheiß, macht das mal. Das schmeckt ganz gut. Ey, mich fasziniert das gerade so, wie sich das auf der Zunge auflöst und dann einfach nur wieder zu Eiscreme wird sozusagen. Das ist echt interessant. Also, ganz coole Sache. Schoko will ich nicht. Ich mag keinen Schoko. Mag eigentlich auch diesen braunen Keks nicht. Aber irgendwie schmeckt das alles erstaunlich gut. Hätte ich gar nicht damit gerechnet. Ich werde auch demnächst mal richtiges Astronautenfutter bestellen. Ich muss mal gucken, wo man das bekommt. Weil ich glaube, da kommt man nicht so leicht dran wie jetzt an diese Sachen hier. Hier ist auch eine E-Mail-Adresse drauf. Da könnt ihr wahrscheinlich auch das Zeug bestellen. astronautfood.co.uk. Hier. Da könnt ihr das wahrscheinlich auch bestellen, das Zeug. Denke ich mal. Das schmeckt echt geil.
Das Einzige ist halt, das klebt extrem im Mund. Aber meine Favoriten sind auf jeden Fall die Bananen. Die Bananen sind so geil, bestellt euch die. Die könnt ihr immer da liegen haben. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, was hat das gekostet? Also, ca. 18 Euro für die Dinger bezahlt. Ja, ist nicht wirklich viel, sag ich mal. Aber wie zum Beispiel die Bananen so, ist eigentlich schweineteuer, wenn ich es mal so überlege, dass ich für so ein paar Bananen hier 5 Euro bezahlt habe. Aber okay, ich finde die geil. Aber getrocknete Bananen bekommst du auch herkömmlich im Laden, glaube ich. Aber dieses getrocknete Eis hier und diese Waffelkeks-Ding hier, das ist ganz cool. Auch wenn es gerade auseinanderfällt. Das schmeckt echt gut. So. Es war ganz interessant auf jeden Fall, das mal zu kosten. So, und damit die Folge nicht zu kurz wird, wollte ich euch noch sagen, ich habe jetzt einen Uploadplan hochgeladen, beziehungsweise was heißt hochgeladen, den findet ihr in der Kanalbeschreibung. Was jetzt in Zukunft an welchen Tag kommen wird. Und achso, ich wollte euch noch sagen, dass die Folge 5 von Final Fantasy 15 leider nicht kommen wird, da die Aufnahme rumgesponnen hat, weil ich im Aufnahmeprogramm vergessen habe, von PC auf PS4 umzustellen. Und da hat die ganze Aufnahme gehakt, dann irgendwann so in der Mitte. Was mich echt ärgert, das ist echt ärgerlich, dass man sowas vergisst. Also sprich, wird dann Folge 6 kommen. Und Folge 5 müsst ihr leider drauf verzichten, da kann ich leider nichts dran ändern. Ich finde die Bananen so geil, aber die kleben übelst in der Schnauze. Das ist voll widerlich. Aber die Bananen werde ich heute noch alle machen. Die Eiscreme und den anderen Scheiß, das kannst du ja, ich glaube, das kannst du auch jahrelang rumliegen lassen, das Gelumpe, warte mal. Mal das hält, obwohl das Bananen sind, Eiscreme hält sich bei Eiscreme, wisst ihr ja so, Eiscreme, wenn das einmal auftaut und so, Salmonellen und den ganzen Scheiß, aber das Zeug hält sich tatsächlich bis 2019, was auf jeden Fall respektabel ist. Also wenn man mal eine Zombie-Apokalypse kommt oder ihr mitkriegt, dass es langsam soweit ist, bestellt euch das Zeug, dann kommt ihr gut zurecht. Nee, Spaß. So. Ja, wie gesagt, Folge 6 kommt dann. Morgen werde ich. Muss ich überlegen. Nein, wann kommt die nächste Folge Life is Strange? Ich glaube am Donnerstag. Morgen wäre. Ach, ich weiß es nicht, Leute. Ich komme. Ich muss mir den Plan mal aufschreiben, dass ich das auch weiß. So. Okay, also ich habe das Zeug jetzt mal probiert. Ich werde jetzt demnächst mal noch richtiges Essen bestellen. Also wenn ich da rankomme, weil da ist glaube ich nicht so leicht ranzukommen. Sozusagen mal ein bisschen, was weiß ich, was die so essen, Kassler oder sowas mit Kartoffeln. Sowas gibt's ja, habe ich schon mal eine Reportage gesehen. Und es ist verdammt süß. Das ist echt sehr süß eigentlich. Aber wahrscheinlich. Eigentlich ist da nichts weiter dran, außer die Bananen. Aber hier bei dem Zeug, das ist echt echt süß. Aber die Bananen schmecken auch sehr süß. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht kommt mir das so vor, weil die getrocknet sind. Da das ein bisschen, weil die sind ja sehr klein, sieht man ja. Die sind ja ziemlich komprimiert, sag ich mal. Wahrscheinlich weil sich die ganze Zucker, das ganze Zucker dann auf diese Größe staut. So, auf jeden Fall hat es sehr geil geschmeckt. Und ich kann euch das empfehlen, wenn ihr das mal kosten wollt, bestellt euch das mal. Ich werde den Link,
werde ich unten drunter posten ohne das Video. Und ich hoffe, ihr fandet die Folge soweit ganz cool. Also das Zeug, man kann es echt essen. Es schmeckt auch ganz cool. Und ich kann euch das nochmal zeigen, wenn ihr selber gucken wollt. Das sind diese Dinger hier. Astronaut. Hier, Astronaut. Bananas. Kommt von den Amis. Aus Amerika. Ja. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Es hat echt cool geschmeckt hier, das Zeug. Ich hab eigentlich erst gedacht, es schmeckt eklig oder so teilweise. Aber es ist halt nicht so. Es schmeckt echt gut. Und ich bin positiv überrascht davon. Es ist halt ein bisschen teuer. 18 Euro für drei so eine Dinger. Da bekomme ich bestimmt eine ordentliche Mahlzeit für. Also bekomme ich auf jeden Fall eine ordentliche Mahlzeit für. So. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 10-mal so gesagt. Keine Ahnung. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen mehr. Aber ja, ist ein bisschen knapp geworden. Ich werde jetzt demnächst nochmal das Zeug bestellen, wie gesagt. Und schaltet bei der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Ich hoffe, ihr lasst ein Abo oder ein Like da. Und wenn ihr noch mehr so eine Folgen sehen wollt, wie Astronautennahrung oder keine Ahnung, so Armeefutter, wisst schon, was ich meine, diese Konserven und sowas, kann ich alles bestellen, wenn ihr das mal sehen wollt, wie das schmeckt. Und schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es heißt, habe ich schon gesagt, mit Rambazamba und so, ne? So Leute, bis zum nächsten Mal, ciao.